Ist der Bam Bam und hier ist das nächste Gast-Replay auf meinem Channel und es ist wieder der M4A1 Revalorisé von FNF Death Gamer. Er hat mir diese Runde hier geschickt und hat gesagt, hier guck dir mal die Stats an und dann habe ich direkt entschieden, das Ding muss kommen. Wir sind auf der Karte Wadi in einem Verteidigungsgefecht. Er ist ein Verteidigerteam und er ist Top-Tier. Ja, also wer jetzt das Fahrzeug noch nicht kennt, ein 8er Premium-Medium der Franzosen, den könnt ihr euch im Moment kaufen, ist glaube ich sogar runtergesetzt. Kostet, meine ich, 23 Euro im Moment verbilligt. Steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste, alleine das Aussehen gefällt mir sehr gut von diesem Panzer. Aber gucken wir uns jetzt mal noch die Bewaffnung kurz an. 105 mm, standardmäßig APCR mit 200 Durchschlag, Heat hat 250 Durchschlag bei 390 Schaden und mit HE macht er dann auch noch 480 Schaden, wenn er denn durchkommt. Wir gehen in seine Sicht. Er nimmt hier diese erhöhte Position auf den Dünen ein, um dann darüber wirken zu können, wenn sein Team dann etwas aufmacht. Und das ist jetzt auch der Fall. Schauen wir mal, was sein Team hier aufmacht. Oh, das ist schwierig hier. KV2 oben in den Turm. Aber er trifft. Er trifft. 413 für den KV2. Ja. Oh, der ist auch schwer zu treffen hier. Aber ich glaube immer, das war ein Hit. Das war ein Hit. Nee, war es nicht. Der T-150 hat jetzt erst den Hit gekriegt. Ah, der geht leider vorne dran in den Boden. Ah, schießt all mit APCA. Ist eh Standardmunition bei diesem Fahrzeug. Objekt. Haben wir da. Kommt aber so nicht drauf. Ist schwierig, zu treffen. Da haben wir noch einen 150er und jetzt ist er raus. Erster Kill. 2-2. Ihr wisst das ja. Angriffsverteidigungsgefecht, ne? Die grüne Flagge gilt es zu verteidigen. Das Gegner Cap interessiert keinen. Oh! Wo ging der denn hin? Knapp drüber, über das Objekt. Schade, 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 schade. So, da ist ein AMX ganz rechts auf der Nullerlinie. Durch. Hinter ihnen. Jetzt hat das Objekt aber raus. Zweiter Kill. Da war noch ein FV. Oh, da vorne. Da vorne gibt es Feuer. Kommen wir mit 59 Petten gegen KV-13 und 59 Petten. Da müssen sie jetzt aufpassen. Oh, 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 oh. Jetzt verlieren sie hier aber. Jetzt verlieren sie hier aber an Boden. Jetzt muss er hier unterstützen. Jetzt muss er hier unterstützen. Jetzt ist er offen. Jetzt muss er aufpassen, dass die S51 hier nicht hinschießt. Jedes Team hat nämlich auch noch eine Arti. Und jetzt greift der Papetten hier an. Das hätte ich ja nicht gemacht. Jetzt greift der Petten aus seinem Team, greift die beiden da hinten an und guckt euch mal die AP-Stände an. Also da hätte ich ja jetzt nicht angegriffen. Also auf keinen Fall. Da geht der Petten auch raus. 4-8 steht. Es sieht nicht gut aus. Es sieht gar nicht gut aus. Jetzt ist er hier die letzte Verteidigungslinie, so wie es scheint. Aber er hat keine schlechte Position. Nur Arti. Die Arti kann natürlich hier hinfeuern, wenn sie denn mal hier hinfeuern würde. Was so bis jetzt nicht passiert ist. Da hat er den 59er Petten noch gekettet, aber der hat repariert und fährt weiter. Die GW schießt leider vorbei. Jetzt der KV-13. Huch, gefährlich. Hat eine ganz gute Kanone, der KV-13. Ich habe auch eine Zeit lang gefahren. Oder habe ich den immer noch in der Garage? Ich weiß es nicht. Jetzt bauen wir ihn an ihm. Er kann ihn rausnehmen. Dritter Kill. Sehr gut bis jetzt. Jetzt gucken wir mal. 6-8 steht's. Kann er den Petten hier rausnehmen? Jawoll. Vierter Kill. Ne, das war ein FV. Das war nicht der Petten. Hinten ist der Petten. Der FV war das. So, jetzt aber der Petten. Komm, das ist doch genauso ein geiles Ziel. Jetzt ist hier die GW aber aufgegangen. Schlecht, schlecht, schlecht. Jetzt ist der Petten raus. 9-9. Aber die GW ist offen. Wenn da jetzt mal nicht die S51 hinschießt. Muss man jetzt aufpassen. Wir gehen wieder in seine Sicht. Da war noch eine Su. Eine 7er Su. 7er Jagdpanzer der Russen. Gefährliches Teil. Super derbe Kanone.
Ah, die kommen jetzt alle von da drüben. Die Spotzfreunde. Spotzfreunde. So. Oh, da kommt ein VK hinter der AD. Oh, 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 das sieht alles nicht gut aus. Ja, da ist raus. Das habe ich mir gedacht. Die S51 killt die GW Panther. Jetzt haben sie keine AD mehr im Team. Da ist die SU wieder. Da ist die SU wieder in der Mitte. Oh weh. Schön, schön. Sechster Kill. Krieger incoming. Den Krieger hat er im Sack. Den Krieger hat er im Sack. Irgendwo liegen wir bei 2, ja, knapp 3000 Schaden. Und sie liegen wieder hinten. 10, 11. 11, 11. Wird das hier nochmal spannend oder entscheidet hier jetzt gleich ein Team die Runde für sich? 11 zu 12. Sie liegen hier ständig. Also ich glaube, sie haben von Anfang an immer nur zurückgelegen. Und der Einzige, der hier immer ein paar Kills raushauen konnte, das war der Kamerad hier mit seinem M4. Oh, 11, 13. Achilles haben wir nach vorne irgendwo. Ein Achilles. Das ist, glaube ich, ein 6er TD. Da nimmt der IS-6 den Centurion raus, Gott sei Dank. So, die WN8 liegt irgendwo bei 4000. Ja, 3000 rum. Krieger, er ist offen. Jetzt nimmt die S51 die IS-6 raus. Das heißt, er ist jetzt ganz alleine gegen die drei Kameraden hier. Ja. Jetzt sind es noch zwei. Das sollte auf jeden Fall machbar sein. Es ist noch ein VK-2801. Und der ist so low, guckt euch das mal an hier. Das, was der jetzt machen müsste, eigentlich wäre, ihn hier offen zu halten, damit die S51 hier hinwirken kann. Weil anlegen braucht er sich mit ihm hier nicht. Ja, also, jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt macht. Kann er den VK hier irgendwie aufmachen? Wo ist der VK hingefahren? Das ist die Frage. Ach nee. Ja, das, mein Freund, bist du selber schuld. So, schießt die S51 jetzt? Er ist noch offen. Schießt du oder schießt du nicht? Da kommt ein Nice vom Tiger 2, weil er hat die Redley Wolters jetzt hier gerade geschossen. Und das ist zum zweiten Mal die Redley Wolters, glaube ich. Sogar identisch mit diesem Fahrzeug hier. Ich bin mir nicht sicher. Das ist eine dritte Redley. Es ist eine dritte Redley Wolters. Wahnsinn. Wahnsinn. Ah doch, seht ihr hier, die zweite auf diesem Fahrzeug. Ich hab's gewusst. Ich wusste doch, dass das andere Video von ihm auch derselbe Panzer war und auch eine Redley Wolters. Na dann mal herzlichen Glückwunsch hier an den FNF des Gamer. Jetzt muss er das Ding nur noch gewinnen. Das wäre jetzt natürlich nice, wenn er das Ding noch gewinnen würde. Er vermutet die S51 im Cap, also im Cap, am Startplatz. Come on, sagt er, come on. Macht die S51. Wo ist er? Lauert sie ihm auf. Also selbst wenn er hier noch rausgeht, ist das eine klasse Runde gewesen. Da ist er! Da brauche ich nichts mehr zu sagen. 9 Kills. Guckt euch die Auswertung an. 5500er WN8. Irgendwas mit 3500, 3600 Schaden. Ja. Redley Wolters incoming. Mehr ist dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Wenn ihr euch das Fahrzeug kaufen wollt, im Moment billiger im Premium Shop. Ich glaube für 23 Euro. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt. Hier ist der Bam Bam und hier ist das nächste Let's Play. Oder Replay. Oder Gast Replay vielleicht von euch. Bis dahin. Tschüssikowski.